Die Suche nach dem richtigen Käufer ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn es zu viele Interessenten gibt. Um sich da für den richtigen zu entscheiden, braucht es Zeit und ein geübtes Auge. Immerhin soll die Immobilie nicht unter Wert an einen neuen Besitzer gehen. Als erstes müssen die Käufer identifiziert werden, die sich wirklich für die Immobilie interessieren. Es gibt immer wieder Besichtigungstouristen, die es gilt, herauszufiltern. Es hilft, schon vor dem ersten Besichtigungstermin nach Preisvorstellung und Finanzierungsmöglichkeiten zu fragen. Es folgt die Frage nach der Zahlungsfähigkeit. Dafür wird die Bonität der verbliebenen Interessenten geprüft. Ohne diese wichtige Prüfung kommt es im schlimmsten Fall zu einer Rückabwicklung des Verkaufs. Unter den übrig gebliebenen Kaufinteressenten kann nun entschieden werden, wer die Immobilie bekommt. Um Zeit zu sparen und wirklich den richtigen Käufer zu finden, empfiehlt es sich, einen regionalen Qualitätsmakler ins Boot zu holen, der professionell und mit Erfahrung sagen kann, welcher Kaufinteressent für die Immobilie der richtige ist.